So, dann schaue ich mal, ob auch alles funktioniert. Yep, okay. Ton wird auch angezeigt. Okay, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal direkt in das neue Zelda-Abenteuer. Ich habe ja nicht zig Zelda-Projekte gleichzeitig offen. Aber diesmal mit Zelda in der Hauptrolle. By The Legend of Zelda, Echoes of Rhythm. Ready to rumble. Ich bin Link. Jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken. Hört man mich gut im Gegensatz zu den In-Game-Sound oder soll ich In-Game-Sound ein bisschen leiser machen? Okay, passt. So, wir spielen als Link erstmal. Okay. Tutorial. Okay, mit dem Schwert kann ich angreifen. Wer hätte das gedacht? Der Stil erinnert mich irgendwie so an A Link Between Worlds. Und natürlich an Link's Awakening Remake. Okay. Springen. Los. Wo muss ich eigentlich lang? Habe ich eine Karte? Ich gehe einfach mal rechts lang. Ich glaube, hier komme ich dann. Doch, ich komme hier hin. ZL-Schild, okay. Ja, warte, denn. Gib dir eine Bombe. Ich habe gesagt, ich gebe dir eine Bombe. Leider nicht. Er braucht ja ein Schild, einfach zwei Angriffe und der ist schon down. Speichervorgang auch nur, keine automatische Speicherung, bitte. Im ja. Übertreibt direkt. Wenn ich eins hasse, sind es automatische Speicherungen. Nicht immer manuell speichern? Könnte ich. Chips oder Amiibo? Okay, Amiibo gibt's auch. In den Büschen drin ist. So. Ja, komm schon, weg hier. Neun Herz brauche ich jetzt eher weniger. Aber gut. Ach, ich sehe schon. Ich muss einmal hier hoch. Und hiermit bekommt sie zu Parkour-Simulator. Liebes bisschen. Tja, Treffer und der ist down. Also Link hat keine Probleme mit Herzen. Sammle ich trotzdem mal ein.
das Miasma darstellen, wird keine Miasma hängen. Dankeschön. Und da ist sie, Prinzessin Zelda. Du schon wieder? Nerviger Wicht. Obwohl, dieses Mal kommst du genau richtig. So kannst du der Prinzessin im Jenseits Gesellschaft leisten. Never ever. Verschwinde, du Wicht. Oh ne, nicht so was. Das habe ich schon in Ocarina of Time gehasst. Angry Mode. Los? Nee. Darauf hatte ich jetzt echt keinen Bock. So, Box down. Seid ihr gerettet, Spiel vorbei. Plot Twist. Die Welt löst sich im Nichts auf. Lass mich hier raus. Ja. Also wirklich. Ein eigenes Gefängnis für eine Prinzessin. Okay, Licht sagt, ich soll zur Mütze gehen. Du hast die Kapuze des Schwertkämpfers erhalten. Diese Kapuze hat der grüngewandte Schwertkämpfer zurückgelassen. Damit kannst du dein Gesicht beinahe vollständig verbergen. Liebes Wissen. Rennt weg, rennt um euer Leben. No, hilf mir, du leuchtendes Ding. Oh Gott. Ich sage doch Parkour-Simulator. Yeah. Ich folge dir, Lichtlein. Liebes Wissen. Wenn ich mir teilweise die Bilder da im Nichts ansehe, sieht es so aus, als wäre es die Zerbe von Pokémon Platin. Giratina, warum tust du mir das an? Renn! No! Liebes Besitz. Dass du nicht alle Knochen gebrochen hast. Seht ihr die Landschaften da am Nichts? Das erinnert mich wirklich an Pokémon Platin, an die Zerrwelt. Oh, sieht das Gebiet schön aus. Also ich liebe diese Knetoptik. Und da kann man das springen. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Sammler, du weißt, was passiert, ne? Was kann ich denn zum Leuchten bringen? Zelda. Ja, das macht Sinn.
Oh nein, die Prinzessin kommt, rennt weg auf eure Posten. Wir können nicht mehr so tun, als würden wir nicht arbeiten. Was für eine Freude. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Geht es euch gut? Seid ihr auch nicht verletzt? Ganze 7 Tage wart ihr verschollen. Kaum noch jemand rechnete mit eurer Rückkehr. Zumindest 7 Tage lang in diesem Kristall. Ein Wunder, dass sie nicht verhungert ist, oder? Verdurstet. Die Soldaten haben fieberhaft gesucht. Hier hat man gesehen. Waren nur am Eingang und haben gefaulenzt. Aber nichts gefunden. Wir waren überzeugt, ihr wärt weggezaubert worden. Mine, mine, mai, ihr seid weg, Hex, Hex. Yippie, Prinzessin Zelda. Spiel mit mir, spiel mit mir. Oh, jetzt gab's schon mitten in der Stadt ein Riss. Aber wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Ja. Euer Hoheit, ich möchte euch auch noch einmal ganz offiziell zu Hause willkommen heißen. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Oh. Wenn er euch wohlbehalten sieht, wird er außer sich sein vor Freude und Glück. Ja, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich erstmal hier überall umschaue. Vase! Oh? Oh? Das ist gerade geil. Ach, wie wundervoll es ist, euch wieder unversehrt unter uns zu wissen. Übrigens, die Vase war wertvoll. Die werte Impa war nach eurer Entführung ganz außer sich vor Sorge. Sie dürfte sich zurzeit im Schloss aufhalten. Bitte tut ihr den Gefallen und sucht sie bald auf. Also ich kenne bis zum ersten Trailer gar nichts von Spiel. Also für mich ist es komplett blind, deswegen wird es für mich jedes Funke eine Überraschung sein. Oh nee. Oh nein, ein Riss ist mitten in unserer Stadt aufgetaucht. Es ist so dunkel da drin. Voll gruselig. Was wohl passiert, wenn der einen verschluckt? Wo sind die jetzt auf einmal hin? Also die Person, die hier vorhin stand, hat gesagt, die werden weggezaubert. Mal gucken. Oh. Nein, unsere Vase. Prinzessin Zelda, ihr seid zurück? Oh, welch endloses Glück. Ich bin so erleichtert. Ich glaube, ich muss mich kurz hinsetzen. Oh, die arme Vase. Träume ich? Prinzessin Zelda, ich bin so froh, dass euch nichts zugestoßen ist. Tag ein, Tag aus hat man nach euch gesucht. Vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dämmerung. Was für ein Glück, dass ihr zurück seid. Und was ist mit Einbruch der Dämmerung bis zum Morgengrauen? Da hat man nicht nach mir gesucht. Das bin ich aber dann nicht Tag ein, Tag aus. Lass mich in den... Ich wollte mich eh nicht. Lass mich hier in den Nichts rein. Euer Hoheit, ich bin so erleichtert, dass ihr unversehrt heimkehren konntet. Im Schloss werden sicher auch alle überglücklich sein. Ach, dieser Riss... Der erschien ganz plötzlich. Er scheint sich nicht weiter auszubreiten, aber man sollte sich ihm nicht so sehr nähern. Gerüchten zufolge verschwinden häufig Leute in Gegenden, in denen Risse in Erscheinung treten. Sie werden weggezaubert, wie wir auch sagen. Noch sind alle Bewohner von Hyrule Stadt unversehrt, aber seid bitte vorsichtig, wohin ihr auch geht. Man kann ja nie wissen. Ja. Prinzessin Zelda, seht euch das nur an. Unser trautes Heim hat es erwischt. So kommen wir nicht mehr hinein. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir dürfen ein Zimmer ins Schloss beziehen, solange unser Haus in diesem Zustand ist. Ich bin so gespannt, was für wundervolle Gemächer man uns wohl überlassen wird. Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für derartige Begeisterung? Unser schönes Haus. Das musst du gerade sagen. Vorhin warst du selbst noch ganz aufgeregt, als die Nachricht kam. Naja, ich meine, ein bisschen spannend ist der Gedanke ja schon, im Schloss unterzukommen. For real, ich möchte auch einfach mal einen Tag bei einem Schloss wohnen. Ich möchte einfach mal wissen, wie es aussieht mit den ganzen vielen Räumen, wie man sich fühlt. Just for a day. Maybe just for 10 hours. Ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie das Gefühl ist. Hi. Seit der Nachricht oder euren Führung von 7 Tagen
aber ich kaum ein Auge zu bekommen. Aber nun, da ich euch gesund und munter vor mir sehe, ist meine Erschöpfung wie weggeblasen. Willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Basil. Mit gestählten Körper muss man sich vor keinem Monster mehr fürchten. Daran glaube ich fest und deshalb setze ich mein rigoroses Training fort. Kann ich hier nach unten? Nee, kann ich. Grund des Brunnens. Na, bist du ja am Faulenzen? Prinzessin Zelda. Ich faulenze hier nicht. Ich mache nur gerade Pause. Ehrenwort. Ah ja. Ich glaube, es wird selig. Was für ein Glück, dass ihr zurück seid. Allein der Gedanke daran, dass wir euch nie wiedersehen würden. Tag für Tag haben wir Suchtrupps gebildet und keinen Stein auf den anderen gelassen, um nach euch zu suchen, Prinzessin Zelda. Prinzessin, lass uns spielen. Liebe Prinzessin, bitte geh nicht wieder weg, ja? Kann ich nicht versprechen. Es ist wundervoll, dass ihr unversehrt zurückgekehrt seid, aber nun klafft sogar schon einer dieser Risse mitten in der Stadt. Und außerhalb der Stadtmauern soll es nur so von Monstern wimmeln. Frage mich, wann endlich wieder Frieden einkehren wird. Mit eurer sicheren Rückkehr ist mir wahrlich ein Stein vom Herzen gefallen. Ich werde dieser finsteren Kreatur niemals verzeihen, die euch verschleppt hat. Niemals. Oh, zu gütig. Oh, Prinzessin Zelda, willkommen zurück. Habt ihr auf eurem Heimweg draußen diese Risse gesehen? Sogar in der Stadt hat sich einer aufgetan. Zum Glück ist dabei wenigstens niemand zu Schaden gekommen. Außer die Vase hier. Ich weiß nicht, es ist so ein Drang von mir, jede Vase bei Zelda zu zerstören. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss die Vasen zerstören. Ich glaube, ich habe noch nie zuvor einen größeren Seufzer der Erleichterung aufgestoßen als gerade eben. Aber genug von mir. Ihr solltet euch jetzt erst einmal zur Ruhe setzen. Was haben wir denn hier? Willkommen, Prinzessin Zelda. Es ist schön, dass ihr wohlbehalten zurückgekehrt seid. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn ihr hier einkaufen möchtet. Aber habt ihr denn schon mit seiner Majestät, dem König, gesprochen? Kätzchen. Willkommen in unserem Laden. Augenblick mal, seid ihr nicht die Prinzessin? Wow, unsere Prinzessin ist einfach unglaublich. Ihr habt es aus eigener Kraft zurückgeschafft. Mehr oder minder. Ich hoffe jetzt erstmal einen Shock Energy. Diese verruchte Ungeheuer, das es wagte, unsere geliebte Prinzessin zu verschleppen. Ich schwöre, ich werde es eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Ohne einen anständigen Trainingsplan wird daraus allerdings nichts. Mal sehen. Fang mir an mit 10 Rumpfbeugen. Lass sie mal springen. Warte, kann ich hier? Goll. Warte, kann ich auf den Tisch? Nee. Auf den Tisch. Oh. Ja. Nein, darf ich nicht. Darf ich auf dem Bett springen? Bing, bing, bing. Hüpf, hüpf, hüpf. Okay. Schluss mit dem Unsinn. Arbeit ruft. Ich wage es kaum in Worte zu fassen, wie wundervoll es ist, euch wieder unter uns zu wissen, eure Hoheit. Wir alle hatten schon befürchtet, ihr wäret weggezaubert worden. Magic. Ui, Prinzessin Zelda, lange nicht gesehen. Sag mal, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Also wirklich, so spricht man doch nicht mit der ehrwürdigen Prinzessin. Ich bitte vielmals um Verzeihung, euer Hoheit. In letzter Zeit macht er mir nichts als Ärger. Ja, ich mache nichts als Ärger. Ich bin auch nicht besser. Ihr seht erschöpft aus. Was ist nach eurer Entführung mit euch geschehen? Bin vor dem Riss gelaufen.
Aui! Hallöchen! Sieben Tage lang in den Klauen eines grausigen Ungeheuers. Wenn irgendjemand das Zeug hat, diesem Schicksal zu trotzen, dann ihr, Prinzessin. Es gab überhaupt keinen Grund für uns, besorgt zu sein. Ich wusste ja schon immer, dass ich gut im Süßholz raspeln bin. Das habe ich gehört. Oh. Was für ein Glück, dass ihr zurück seid. Allein der Gedanke an, dass wir euch nie wiedersehen würden. Tag für Tag haben wir Suchtrupps gebildet und keinen Stein auf den anderen gelassen, um nach euch zu suchen, Prinzessin Zelda. Habt ihr gedacht, ich wäre unter einem Ziegelstein oder was? Oh. Prinzessin, ich werde nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, was für Sorgen ich mir gemacht habe? Der König erwartet euch im Thronsaal. Er kann noch ein bisschen länger warten. Wir haben auf der Suche nach euch das ganze Königreich auf den Kopf gestellt, doch ohne Erfolg. Ich bin so froh, dass ihr wohlbehalten zurückgekehrt seid. Daddy, wir brauchen neue Wächter. Die passen nicht auf mich auf und können mich auch nicht finden. Prinzessin Zelda, ich bitte inständig um Verzeihung, dass ich euch in schweren Zeiten nicht die nötige Unterstützung bieten konnte. Es ist ein wahrer Makel auf meiner Ehre, wo ich doch dem Königshaus diene. Ich gelobe, meine Sachen in Zukunft besser zu machen. Der hat eine Beförderung verdient. Er hat sich zumindest entschuldigt. Ich bin überaus erleichtert, dass ihr gefunden wurdet, eure Hoheit. Bitte begebt euch zum König, um ihn wissen zu lassen, dass ihr in Sicherheit seid. Ein Daumen hoch für eine Beförderung. Achtung! Ein Rupee! Ein Rupee erhalten, wer ihn nicht ehrt, es ist im Taler nicht wert.